So, und willkommen zurück zu Iron Man, dem unglaublich guten Spiel aus dem Hause Sega. Und Dark Industries sollte ich sagen, oh nein, das gehört ja zum Spiel. Und welchen Anzug ziehen wir uns heute mal an? Mark 3, Mark 2, Mark 1, ich finde den Mark 2 Anzug immer noch super, deswegen nehme ich den immer wieder. Und Mission starten, denn wir fliegen jetzt nach Hause zu... Ihre Firma steht unter Beschuss, wie meine. Elemente wie die Magier werden immer mehr zum Problem. Die wollen an unseren Besitz. Und dieses Millionärssöhnchen? Sorgen Sie sich nicht um den. Der ist reif für die Rente. Der kommt jetzt in seine philanthropische Phase. Eine Fusion wäre ein Geniestreich. Für uns beide. Wir wären stärker, profitabler. Und niemand würde uns reinfuchsen. Ein beachtenswertes Angebot. Wollen wir es hoffen? Sie werden doch darüber nachdenken. Darauf können Sie Gift nehmen. Eine Verschwörung. Gegen uns, gegen Tony Stark, gegen Iron Man. Okay, Rhodey, ich würde mal meinen, hier sitzen wir an der Quelle. Ich habe mir an Magier eine goldene Nase verdient, bevor wir aus dem Vertrag ausgestiegen sind. Jetzt haben die wahrscheinlich mehr Waffen als die meisten Länder. Willkommen daheim bei Familie Nefaria. Ich verschwinde hier nicht, ehe ich nicht alle Stabwaffen zerstört habe, die sie besitzen. Ja, und die Duin Befehl über das Grundstück hat eine gewisse Whitney Frost. Kann sie im Moment aber nicht erreichen. Whitney war schon immer eher der stille Typ. Tony, laut Satellit gibt es hier mehrere Bunker. Frost befindet sich womöglich in einem. Alles klar. Jarvis, Zielerfassung bitte. Sehr wohl, Sir. Oh yeah. Mehrere feindliche Einheiten geortet, Sir. Die Waffen, die ich Ihnen verkauft habe, hat etwas Poetisches an sich. So, die sind ganz leicht. Zerstören wir das doch einfach mal alles. Alles, was wir eben verkauft haben. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen Waffenenergie sparen. Wir fliegen einfach ein bisschen lustig durch die Gegend. Oh ja. Ja, ich glaube, da. Wir brauchen wir auch. Oh, wir haben ein neues MG. Wir haben immer noch nix. Prometheus-Rakete geortet. Stark-Technologie. Langstreckenrakete. Okay, irgendwelche unlogischen Ziele? Keine strategischen Ziele in Reichweite, Sir. Und sonst? Mehrere Agglomerationen in Reichweite, Sir. Rhodey, du solltest schon mal mit der Evakuierung beginnen. Da sind Menschen. Sofort! Ich schieß das Vögelchen ab, sobald es geflogen kommt. Oh ja. Raketenstart beinahe abgeschlossen. Ist mir auch egal, ich kümmere mich um die Rakete.
Rakete eliminiert, Sir. Was? Ich hätte die auch gleich am Boden. Weitere Raketensendung geortet, Sir. Abschießen können. War ja mal mega sinnlos. Da lang. Ja! Toller Schuss, Mann! Ja, super, eine Rakete vor dem Abschuss abzuschießen, ist ja auch sehr, setzt sehr viel Skill voraus, auf jeden Fall. Muss euch jetzt nicht alle töten, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Eine weitere Rakete ist startbereit. Da wollte ich gerade noch gerade. Rakete, stimmt's? Verdammt, Whitney! Whitney Houston? Verbindung steht. Oh, wer spricht da? Als erstes unsere Bestände, dann unsere Fabriken und jetzt unser Haus. Willst du uns ruinieren? Ich kann dich nicht mehr beschützen. Whitney? Zwing mich nicht, das zu tun, Tony. Whitney! Verflucht! Naja, sie war schon immer hier, der stille Typ. Ja. Genau. Ich kenne sie nicht. So. Allerdings mag ich das Feuerwerk, wenn sie hochgehen. Raketenzündung geortet, Sir. Hoffentlich die letzte. Ja, die werden wir sicher auch noch rechtzeitig abfangen können. Und ich höre einen Heli. Kuckuck, jemand da? Sieht nicht so aus. Volltreffer! Du hast geschafft! Ja, super. Tja, sieht so aus. Ja, zweimal, nur weil ich mich nicht bewegen kann. Ja. Arschlöcher. Ja, das haben wir schließlich das so kaputt. Genau, wenn das die in diesem Spiel drin ist. Komm schon, Whitney, nur keine falsche Bescheidenheit. Oder doch nicht. Drei Schüsse damit und schon ist der Geschichte. Und da ist der letzte Bunker. Ja. Ah, hier ist die doch drin, oder? Ne, es gibt nur drei andere Bunker. Die Konstruktion ist ein einziger Pfusch, Whitney. Wo bleibt dein Auge fürs Detail? Kisten. Helis ohne Ende. Das ist ja wie Weihnachten. Sein.
Hier müsste sie drin sein. Du willst also Verstecken spielen? Wahrscheinlich ist sie auch sowieso in dem letzten Bunker drin, den wir zerstören versuchen. Wechselt wahrscheinlich immer durch geheime Teleporttunnel zwischen den Bunkern umher. Es gibt ohnehin nur noch einen, oder? Ach, Kontrollbunker zerstört. Ah, das war's doch. Panzer. Sie befindet sich eventuell im Innern des Anwesens. Ach. Das finden wir sicher gleich heraus. Den Kontrollbunker haben wir zerstört, aber hat's trotzdem nicht erwischt, oder was? Müssen wir hier rein? Nein. Wir müssen hier weg. Bisschen groß das Kaliber für das Ziel. Oh. So machen wir immer schnell die Tür auf. Ich will nämlich nicht hier draußen mit den anderen Ausgästen bleiben. Denn wir sind ja VIPs hier. Peace Man. Nein, nicht Peace Man, sondern Iron Man. Alter, wie lange... Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Aufnahme angefangen habe. Ist wahrscheinlich noch nicht so lange her. Jarvis, lokalisiere die Hauptkommandozentrale. Kommandozentrale befindet sich in der untersten Etage. Tiefe ca. 200 Fuß. Empfehle Benutzung des Tunnels. Welches Tunnels? Schwimmen wir doch einfach mal durch die Gegend. Oha. Ich hasse dieses Teil. Gewinne ich das schon? Nein, bestimmt nicht. Kann ich noch gar nicht. Schauen wir uns das doch mal an hier. Boah, ich rede schon wieder zu wenig. Ich merke schon. Oh, Tunnel. Am Zielort, Sir. Systeme gescannt. Eventuell wird ein Problem mal effektiv ausgenutzt. Nee, kein Problem. Wir zerstören das Gelände und damit ist unsere Pflicht getan. Magia ist passé. Magia hat vor, in Kürze einen überaus wichtigen Kauf zu tätigen. Eine fliegende Festung mit außerordentlich fortgeschrittenem Angriffspotenzial. Aha. Hey, komm mal auf.
hier mit EMP zu schießen. Das gefällt mir gar nicht. Das muss ich auch mal sagen, ja. Oh, was ist das? Oha, Minen. Oh, jetzt können wir die Tür aufmachen. Wohin jetzt, Jarvis? Unentschlossen, Sir. Empfehle manuelles Durchforsten. Ja, super. Mein Anzugcomputer kann mir noch nicht mal sagen, wo ich hin muss. Dabei habe ich den genau für diese Aufgabe. Zu großer Schaden. Manuelle Überbrückung des Herzsystems wird aktiviert. Manuelle Überbrückung fehlbeschlagen. Kannst du online. Fehlgeschlagen, aber trotzdem funktioniert es. Das ist sehr schön. Ist ja auch nicht wichtig, dass da irgendwas funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Wird sowieso überbewertet. Herzsystemfehler. Manueller Neustart aktiviert. Backup-System aktiviert. Und machen wir die Tür auch nochmal auf. Oh, Hilfe! Bam! Was für eine Kiste denn? Überbrückungssystem kritisch. Dauerhaftes Versagen steht unmittelbar bevor. Oha. Ah, wir haben auch eine Scheiße. Eine bestimmte Anzahl von Leben, wollte ich sagen. Ja, das lief jetzt nicht so optimal. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt hier die Aufnahme und guck, wie das jetzt weitergehen soll. Also, bis Danny. Denn hey, also bis dann.